angeln und das Ganze funktioniert natürlich besser, wenn wir unsere Jumper pimpen. Also pimp mein Jumper. Wunderbar ist zu sehen, der Drilling, der natürlich auch sehr fängig ist, aber dadurch, dass da drei Haken sind, hat er auch dreimal die Möglichkeit, sich irgendwo im Gebüsch einzuhaken. Gebüsch oder wie auch immer, Grund. Eben. Und insofern ist es günstiger, wenn wir tatsächlich einen Haken da dran machen. Dieser Form und dieser Größe. So, das Gefummel kennt ja jeder. Teilweise nehmen einige Leute auch bei der Verbindung von Einzelhaken oder Drilling zwischen dem Jumperköder und dem Haken. Teilweise nehmen die auch da 2 cm 50er Mono-Schnur. Aber kein Stahl. Nein, kein Stahl ist nicht notwendig. Wir haben keine Echtzähne dazwischen. Dadurch hat man natürlich auch das Hebel verringert sozusagen. Okay. Also 2 Sprengringe sind schon besser als 1 Sprengring. Und das Ganze sieht dann so aus. Eben 2 Sprengringe und dann der Haken, der sich dann wunderbar bewegen kann und auch nirgendwo sich dann aufschlagen lässt. Der Degger Jumper erwies sich als äußerst vielseitig umzubauender Köder und auch der Lauf überzeugte völlig im Wasser. Allerdings haben wir in Bereichen gefischt, die maximal 2 Meter tief waren und gerade bei weiten Würfen und Spinstops segelte der Degger Jumper relativ schnell Richtung Grundnähe. In tieferen Bereichen allerdings spielte er seine Vorteile voll aus. Der Vorteil mit dem Einzelhaken ist ganz einfach, wenn viele kleinere Fische da sind. Vernagle ich den nicht das ganze Maul und muss den zum Teil noch mit der Zange wieder entfernen und die Fische, die untermaßigen, sind hinterher kaputt und können nicht vernünftig wieder zurückgesetzt werden. Mit dem Einzelhaken hängen die Fische genauso sicher, habe ich nur gute Erfahrungen mitgemacht und es ist wesentlich fischschonender. Dass, wenn zum Beispiel mit relativ vielen kleinen oder untermaßigen oder gefärbten Fischen zu rechnen ist, dass ich den Fisch so im Wasser wesentlich schon abhaken kann, meist direkt im Wasser, ohne überhaupt rausnehmen zu müssen. Fisch ruhig gestellt, Haken, Schenkel angefasst und schon habe ich den Fisch befreit und der kann wieder seiner Wege ziehen. Während ich hingegen mit dem Drilling, wenn dann nun 2 oder 3 Haken sogar im Maul sitzen, ich meist gar nicht ohnehin umhinkommen, mit der Zange auch noch zu hantieren, wesentlich länger brauche und dem Fisch nun wirklich das Gesicht ganz schön übel zugerichtet habe, bis ich das mit der Zange entfernt habe. Und die Haksicherheit ist gerade mit dieser Hakenform einfach optimal und das ist einfach eine Erfahrung. Hier unser gepippter Köder und hier der ursprüngliche mit dem Drilling. Ja, guten Morgen. Einwandfreie Bedingungen. Wir sind hier im Schneetreiben. Astrein, im Hintergrund seht ihr Ralf. Der ist schon eine Stunde länger am Start. Ja, ob was geht, werden wir noch sehen. Guter Tipp für das Meerforellenangeln ist, die ersten Würfe erstmal vom Ufer aus auszuführen. Denn eventuell am Ufer stehende Fische werden so nicht verscheucht. Erst dann gehen wir weiter hinein. Haben wir das Ufer intensiv abgefischt? Wagen wir uns weiter hinein und versuchen, die Fische zu erreichen, die weiter draußen stehen. In der Regel sucht sich jeder Spinnfischer dann einen guten Standplatz. Das sind in der Ostsee meist große, auffällige Steine. Habt
ihr einen guten Standplatz gefunden, solltet ihr diesen auch behaupten. Damit das gut klappt, empfehlen wir euch eine Filzsohle unter euren Schuhen. Denn die Steine der Ostsee sind in der Regel glitschig bewachsen und jede Welle kann euch da aus dem Gleichgewicht bringen. Wenn ihr dann ins Wasser fallt, ist der schöne Angeltrip schneller zu Ende, als euch lieb ist. Als sehr gut und praktikabel hat sich erwiesen die Dega-Wartjacke, die in einem super Preis-Leistungs-Verhältnis warm hält und trocken, super schützt vor Spritzwasser, dabei atmungsaktiv ist und insgesamt sehr funktional aufgebaut ist. Ein super Teil. Beeindruckt hat uns auch die 5mm Neopren-Warthose, die mit einer super Passform aufwarten kann, sowie einer absolut praktischen Filzsohle und Schutzpolstern an den Knien. Die Optik, das seht ihr selber, ist einwandfrei. Die Hose ist keine Billighose, aber sie ist absolut ihr Geld wert. Ja, letzten Endes haben wir natürlich auch Fisch gefangen. Catch, Cheese und Release war unser Motto. Und entsprechend haben wir alle Fische, die wir gefangen haben, zurückgesetzt. Und ich sag mal, die 30 bis 38er Meerforellen, die wir hier gefangen haben, dürften im nächsten Jahr maßig sein und bereiten vielleicht uns, aber auch vielleicht euch viel Freude. Tidelines vom Jensi-Team. Diese wunderschöne, ungefähr 56 cm lange Meerforelle im Laichkleid darf natürlich wieder schwimmen und wir sehen hier deutlich den Vorteil der Einzelhaken. Bei wenig Spannung über die Schnur und Rute enthakt sich die Forelle selber und kann wieder frei schwimmen und geht hoffentlich im nächsten Jahr in einem schönen Silberkleid an unseren Haken. Auch Ralf hatte Glück und fängt hier eine nicht maßige blanke Meerforelle, noch nicht laichreif. Die darf natürlich wieder schwimmen und hoffentlich im nächsten Jahr in den Haken gehen. Genau wie alle anderen aus dem Team hat auch Mike eine Meerforelle überlisten können. Auch diese nicht maßige Forelle kann aufgrund des Einzelhakens ganz schnell gelöst werden, wie man deutlich sieht, und dem Element Wasser zurückgegeben werden. Auch diese besucht uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Thank you.
Bei der Verwendung von Durchlaufködern zeigt sich ein weiterer Vorteil. In Kombination mit dem Einzelhaken lässt sich der Fisch wunderbar lösen, weil der Köder auf der Schnur einfach nach unten rutscht und Fänger und Fisch auch weiterhin nicht stört. Auch die Mitsuki Softcast ML, die wir dabei hatten, hat sich als äußerst praktikabel erwiesen. In der Länge um 3 Meter mit einem Wurfgewicht von 10 bis 30 Gramm haben auch die kleineren bis mittleren Meerforellen richtig viel Spaß gemacht und die Rute hat uns überzeugt. Wie läuft eigentlich so ein Durchlaufköder im Wasser? Bei den nächsten Aufnahmen wird dies deutlich. Die Köder laufen im Zickzack und bei einem Spinnstopp flattern sie und taumeln sie seitlich versetzt nach unten. Das dauert relativ lange und bietet dem Fisch genug Zeit, den Köder zu beobachten und zuzuschlagen. Diesen Vorteil gegenüber herkömmlichen Ködern kann man übrigens nicht nur auf Meerforelle ausspielen. Auch Dorsche lieben diese Köder und schlagen gerne zu. Der taumelnde Lauf verführte mehrere Meerforellen zum Biss und an diesem Tag oder an diesen Tagen war die Farbe Weiß die fängigste. So, last but not least kommt jetzt noch eine Aufnahme von unserer Pink Puppy, haben wir selber gebunden. Die Fliege soll eine Garnele oder einen Tangläufer imitieren und wird mit dem Spirulino auch langsam ruckartig durchs Wasser geführt. Auch eine super fängige Methode, mit der ihr sicher Dorsche und Meerforellen überlisten könnt. Wir hoffen, euch hat der Film gefallen und wir sehen uns wieder. Tide Lines, euer kleines Jensi-Team.